Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Create Live 3. Und heute geht es weiter in der Base. Wir hatten zuletzt eine Enderkundungsfolge und davor noch eine Technikfolge. Da haben wir hier den Motor gebaut. Heute geht es in der Base weiter. Wir brauchen unter anderem noch etwas mehr Dampf, also nochmal so einen weiteren Boiler, vielleicht ein Förderband verlängern hier drüben, sodass wir uns Kalzit herstellen können. Das wäre das Ding und ich werde auch hingehen und wir werden mal hier unseren großen neuen Energieoutput an unser System anschließen, damit ich die Windräder ausstellen kann, damit das nicht so laggy ist. Also alle Windräder werden abgerissen, wir werden den Motor jetzt ab sofort als Energieproduktion für die komplette Base behalten, würde ich sagen. Ja, das passt. Und dann habe ich schon mal losgelegt. Ich würde hier noch die nächste Pick von der Wand noch wegreißen. Es wird auch gerade diskutiert, ob wir diese Wand entfernen. Also bis Montag haben wir Zeit. Aktuell haben wir Samstag, so, ne? Es kann sein, dass wir das nicht mehr allzu lange nutzen kann für den Basebau, was ein bisschen schade ist. Natürlich ist die in gewisser Weise OP. Es geht auch nur um die Zerstörungsfunktion. Aber ich nutze die eigentlich nur zum Basebau. Dafür war die auch gedacht, dafür was geplant. Aber anscheinend kann man noch mehr mit der machen. Was ich jetzt auch nicht wirklich weiß, aber das wurde diskutiert, ob man dann, ich weiß nicht, die irgendwie rauslässt oder so. Ich weiß nicht, was für Exploits da noch gibt, was man noch machen kann. Das mit dem Buddeln, habe ich das Gefühl, dass das nicht so krass war. Weiß nicht, was ansonsten noch, oder wo das hinführt. Das heißt, ich würde auch mal den Basebau jetzt nochmal direkt ein bisschen vorantreiben, wenn ich schon dran bin, ne? Also, dann vergrößere ich mal hier die beiden Flächen. Und da war gerade ein bisschen Gold. Das würde ich immer gerne so mitnehmen, weil Gold haben wir aktuell bisschen Mangel. Braucht man nicht für sämtliche Upgrades und so. Und ich drücke mich davor immer. Ich baue die Base so ein ganz kleines bisschen aus. Sehen wir zu, dass wir Platz haben, alles hinzubauen, was wir wollen, um unsere Pläne zu verwirklichen. Wenn die Fläche steht, dann sehen wir mal zu, dass wir mit Dampf weitermachen. Und dann sehen wir uns gleich. So, Leute. Ich habe jetzt hier eine etwas größere Bau- und Bastelzeit hinter mir. Ein paar Dinger sind durch die Gegend geflogen. Und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Also, wir wollten dafür sorgen, dass das System sich selbst versorgt. Also, dass wir nicht mehr die Windräder brauchen, sondern dass die Maschine selbst dafür sorgt, dass alles läuft, ne, und sich selbst am Laufen hält. Und ich habe festgestellt, das geht nicht so leicht, weil wenn die Maschine selbst läuft auf 128 Speed, es ein Problem gibt. Denn dann schafft diese Maschine es nicht, sich selbst mit Dampf zu versorgen, also den Dampf rüber zu pumpen. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal einen Rotational Speed Controller. Ich glaube, der ist eigentlich überflüssig, der könnte eigentlich weg. Aber ich habe hier einen Rotational Speed Controller drin. Dieser sorgt dafür, oder, nee, Quatsch, ist wichtig. Doch, Entschuldigung, ist wichtig. 128, damit das hier auf 128 läuft und das hier oben auf 256 hochscaled. So, und er sorgt jetzt dafür, dass die Pumpen doppelt so schnell laufen wie alles andere. Und das heißt, es ist jetzt nicht so, dass diese von alleine abbrechen können und weil nicht genug Dampf hinterher kommt. Das heißt, wir haben jetzt immer genug Dampf, was mit schnellerer Geschwindigkeit gepumpt wird, als hier hinten alles andere läuft. Und so scheint es zu funktionieren. Wenn das nicht geht, werde ich hier nochmal einen Windrad, irgendeine andere Energiequelle machen, die immer auf, weiß nicht, Max-Speed laufen lässt, weil das ist so die Achillesferse, ne, dass man einfach nur Kohle reinschmeißen muss, dann wird der ganze Motor starten und die Kiste läuft wieder und das ist halt, müssen wir mal gucken. So, und das habe ich jetzt einfach so hier verbunden, einfach auf dieser Seite. Zwei von den Rotational Speed Controllern, hier Stressometer. Ich habe auch schon mal losgelegt und jetzt hier alles weitere angeschlossen. Ne? Hier hinten die kleine Fertigungsstrecke noch gemacht, das war das eigentliche. Und da habe ich gemerkt, ja, wir müssen noch ein bisschen was ergänzen, das soll mal selbst laufen. Dann deswegen erklärt das, was ich gemacht habe. So, und jetzt hier hinten die Fertigungsstrecke, damit wir unser Kalzit farmen. Eigentlich ganz simpel, einfach Förderband verlängern. Hier hinten wieder so eine Steelburner und auch Fluid Container. Und hier ist dann Dampf drin, was das denn hier runter zappt. Dann kann ich hier das Kalzit in den Drawer setzen. Das wird mit dem Brass Funnel rausgezogen, fährt nach rechts. Und hier wird es wieder eingesammelt. Einfach nur von links nach rechts rauswerfen, einsammeln. In der Mitte wird gezappt. So. Und das hier vorne hat einfach ultra lang gedauert. Und ich habe gesehen, dass das mit Wasser ein Problem ist. Als ich die Pumpe beispielsweise von hier nach hier hinten verlängert habe, damit ich nicht irgendwie extra nochmal eine neue Wasserquelle machen muss, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also es muss eine zweite Pumpe dazwischen, weil die vorne schafft es nicht bis nach hinten zu pumpen. Das sind mehr als 16 Blöcke. Und irgendwie passiert es teilweise, dass die abploppen. Die gehen kaputt. Also die Pumpenteile, die Rohre zerplatzen. Das ist nicht gut. Deswegen werden wir jetzt nochmal hier hintergehen und uns noch eine zweite Wasserpumpe machen. Genauso wie da vorne, sodass hier das immer schön mit Wasser supplied wird, der Fluid Container. Und immer genug Dampf produziert. Hier ist gerade noch was drin, aber ne, kommt jetzt nichts mehr nach. Und dafür machen wir eine kleine neue Wasserquelle mit Rohren, die hier reingehen.
Und da könnten wir schon wieder so ein kleines bisschen diskutieren. Wie sieht es am besten aus? Vielleicht hier sowas. Dann die Water Buckets rein. Ich meine, ich hätte auch noch in meinem... Hier haben wir da nochmal einen weiteren drin. Dann kann ich wieder nehmen und nehmen und den wieder zurückpacken. Passt doch. Dann brauchen wir eine Pipe. Die zeigt jetzt nach hier. Dann brauchen wir einen Motor. Oder eine Pumpe, Entschuldigung. Kein Motor, eine Pumpe. Die nach oben zeigt und die auch rauspumpt. Und jetzt am allerbesten einfach nur in den Boiler reingeht. Das Einzige, was wir brauchen, ist jetzt eine Verbindung von hier vorne. Nämlich einfach eine Gearbox, damit wir das Signal abfangen können. Das geht jetzt nach oben. Und dann kommen jetzt hier drei Zahnräder drauf. 1, 2 und 3. Und die Pumpe läuft. Leider pumpt die jetzt in die andere Richtung. Das ist nicht gut. Ihr seht immer am Pfeil, wie die geht. Und jetzt müsste es gehen. Jetzt ist sie umgedreht worden. Jetzt sollte wieder Wasser oben reingepumpt werden ohne Probleme. Da muss ich mal ganz kurz, damit der Dampf rauskommt. Ja, der Dampf ist jetzt weg. Alles klar. Da war noch irgendwie Dampf drin, weil hier wieder Dampf rausgezogen wurde. Und jetzt ist das Rohr geleert. Ich habe es abgebaut und ihr seht, Wasser geht hoch. Und damit läuft die Sache. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein weiteres Problem. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die zweite Pumpe läuft, damit aus dem Boiler der Dampf rausgepumpt wird. So, und dann mache ich hier eine... Nee, stopp, falsche Gearbox. Die müssen wir einmal umdrehen. Damit die von horizontal auf vertikal wechselt. Dann gehen wir hier dran. So. Warte mal ganz kurz. Eventuell... Nee, das ist so auch nicht richtig. Kriege ich es irgendwie hin, ein Zahnrad, um die Ecke zu fahren hier? Können wir das? Warte mal ganz kurz. Ich guck mal, wie ich das hier verkabel. Ja gut, Leute, ich habe das jetzt nochmal mit 3 Gearboxen einfach gemacht. Ich fand es ein bisschen umständlich, so groß, aber passt. So, und jetzt sind wir eigentlich bereit für den Test. Dann gehe ich mal ganz kurz nach hier. Wir tun mal alle Sachen raus, die jetzt von Create sind, in unseren Create-Rucksack rein. Oder halt alle Mod-Sachen. Also Drawer würde ich auch mal dazu packen, die brauchen wir für die Technik und so. Das kann nochmal rein, das kann mal rein. Gehört zum Craften. Und jetzt gehe ich mal hin und hole mir mal die ganzen Diorit raus. Ich habe schon mal Diorit vorgecraftet mit Quarz und so ein Zeug. Wenn ich jetzt hier reinlege, fährt jetzt hier Diorit lang? Habe ich das da drauf gesappt? Geht das in 1er-Schritten? Oh mein Gott, das geht nur in 1er-Schritten. Ja, und jetzt in dieser Geschwindigkeit entsteht unser Kalzit. Also ich bin noch nicht so ganz begeistert. Aber solange es funktioniert... Ich glaube, es geht im Sekundentakt. Also jede Sekunde gibt es eins davon. Wenn ich jetzt eine Stunde jetzt hier noch weiterspiele und baue, sollten wir 3600 Kalzitblöcke haben, mit denen wir arbeiten können. Achso, hier, lass mal hier reinklicken. Warte mal. Schmeiß mal nur einen raus, damit wir hier genug Diorit reingekriegt. Ja, ja, das geht schon. Gut, und dann ist halt die Sache, ne? Alles rausdumpen. Jetzt müssen wir die Dioritfabrik noch hinkriegen. Oh, warte mal, jetzt sind wir voll. Ja. Wir brauchen auch direkt nochmal Upgrades. Ist ja klar. Wir können, wir haben nur 32 Stacks, die passen da rein. Wir können aber ganz entspannt, ich denke mal hier auf diese Art und Weise, einmal so ein Upgrade zimmern. Dann machen wir doch mal ein Dings-Upgrade. Let's go. Und am besten auch noch ein Void-Upgrade. Wobei ich mir gar nicht sehe, macht das Sinn, Void-Upgrade? Nein, macht keinen Sinn, weil wir produzieren hier ja eh nicht mehr. Kommt ja nur das rein, was da reinlegt. Eine automatische Diorit-Produktion haben wir ja nicht in dem Sinne. So, warte mal ganz kurz. Hier fehlt es gerade mit... hier fehlt gerade was. Was fehlt hier denn? Water ist genug drin. Die Burning Chamber läuft nicht. Warum läuft denn die nicht? Ich habe gerade irgendwie die Vermutung, dass die Burning Chamber... die Kohle nicht einsammelt hier an der Seite. Aber warum? Aber dann gehe ich einfach jetzt hier hin, nehme hier hinten mal so ein paar Stacks weg. Eigentlich 53. Ja, jetzt sollten wieder komplette Stacks drauf liegen, genauso wie vorne. Das müsste genau. Und dann packen wir das Zeug mal zurück. Und wir haben unsere Kalzitproduktion am Start. Jede Sekunde wird das jetzt einmal hier durchgesäppt. Und ich produziere auch mehr Dampf, als ich überhaupt verbraucht kriege. Zwei von den Teilen übereinander geht leider nicht. Nee. Ich müsste ein zweites Förderband machen und dann eine zweite Sepp drauf. Aber auf einem Förderband geht's ansonsten nicht mehr. Und hier hinten haben wir jetzt schon 2,5 Stacks Kalzit.
Ja, das lasse ich ein bisschen laufen. Leute, ich würde sagen, wir produzieren noch mal ein kleines bisschen Diorit. Händisch vielleicht. Und schauen, ob ich das irgendwie vielleicht noch automatisieren möchte. Das weiß ich nicht. Denke mal erstmal nicht. Händisch kann man sehr, sehr viel machen. Und let's go. Leute, das läuft einwandfrei. Ein paar Stacks sind jetzt endlich umgewandelt worden noch. Ich wollte eigentlich noch per Hand was machen, aber ich habe jetzt nochmal geguckt, welche Steinsorte wir nehmen. Und wir konnten jetzt halt wählen zwischen dem Polished Calcit, so wie wir es hier haben, und dem Polished Cut Calcit. Und das Problem war, das Polished Cut Calcit, das war so hell, das hat in den Augen gebrannt, allein nur vom Zugucken. Und deswegen habe ich mich jetzt für den normalen Polished entschieden. Der ist ein bisschen dunkler, aber dafür tut er nicht so in den Augen weh. Und ist immer noch ziemlich hell. Oh, das baut mir instant ab hier. Und ja, ich habe schon mal angefangen, hier so ein paar kleine Stücke, ne, zu machen. Das hier vorne war eigentlich nur für die Orientierung. Das heißt, das können wir wieder zumachen, damit wir mal wissen, wo vorne und hinten ist. Und wenn ich jetzt einen Stein habe, dann gehe ich hier hin. Lichtlevel passt noch. Und baue das einfach Stück für Stück um. Um jetzt beispielsweise mal unser Calcit herzustellen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um euch zu zeigen, wo wir da lang müssen. Also für Calcite einmal hingehen, brauchen wir halt Diorit mit dem Dings. Das machen wir ja gerade hinten. Und um Diorit zu kriegen, brauche ich ja Quarz und Cobblestone. So. Und das einzige wo wirklich Problem ist halt jetzt der Quarz. Den kriegen wir, indem wir Soul Sand wäscht. Und Soul Sand kriegst du, indem du einfach Sand brätst. Also brauche ich wirklich literally nur zwei Zwischenschritte. Und wenn ich jetzt wirklich ganz viel haben will, Moment, hier vorne ist auch unsere Sandkiste, genau. Dann seht ihr bei mir 605 Stacks drin. Und wisst ihr, was auch richtig Spaß macht? Selbst wenn wir das jetzt händisch umwandeln, also jetzt nicht alle 606 vielleicht, aber warte mal ganz kurz. So, das muss zu Soul Sand gebrannt werden, ja? Dann gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Achso, stopp, und ich muss natürlich hier vorne die beiden Teile wieder anschmeißen, damit wir hier das Wischiwaschi-Ding hinkriegen. Hold on, zack, und jetzt läuft die Sache auch wieder. Das kommt hier hin und jetzt gehe ich einfach hin und mache einfach stackweise. Stackweise schmeißen wir hier raus und legen das hier hin. Und das müsste gleichzeitig jetzt verarbeitet werden. Natürlich kann man das mit einer automatischen Fabrik jetzt irgendwie noch machen, die man aufbaut. Vielleicht werde ich das sogar tun, weil ich das jetzt nicht immer händisch machen möchte. Ne? Aber das wird alles auf einen Schlag gleich umgewandelt. Und ich bräuchte nochmal einen, ups, ich bräuchte nochmal einen neuen, so was geht nie ab. So ein Ding hier. Das ist jetzt eine leere Drawer, die ebenfalls genug Stacks inne hat. Ja, und da kann ich dann den Soul Sand reinschmeißen. Dasselbe machen wir jetzt einfach beim Wasser. Und dann habe ich jetzt gleich so abartig viel Quarz wieder gesammelt. Einfach mit Stein zusammen craften, Ende Gelände. Müsste hinhauen. Jetzt gehe ich hier rein und blub, 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 alles drin. Wie viel haben wir drin? 91 Stacks. 100 Stacks. Das waren 100 Stacks, die umgewandelt wurden. Und genau dasselbe machen wir jetzt gleich hier vorne. Nehme ich wieder das Ding mit. Schalten wir das hier ein, beim Wasser, wischiwaschi, alles klar, passt. Jetzt muss ich aber ein bisschen gucken, dass ich nicht das einsammle, was da schon ist. Also, so vielleicht. Jetzt 91 mal hier draufklicken, alles rausholen. So, und jetzt gehe ich aber hin und halte hier gedrückt. Auf dass es gewaschen wird. Und dann habe ich 100 Stacks durchgewaschen. Gut, wir haben sogar die Hälfte. 47,5 Stacks an Quarz haben wir am Start. So, und jetzt muss ich nur noch hingehen. Jetzt habe ich hier Cobblestone, mache ich das halbe Inventar voller Cobblestone. Halbe Inventar voller Quarz, was ja ebenfalls auch wieder eine ganze Menge ist. So, und jetzt heißt es halt Diorite craften. 2200 haben wir zusammengekriegt. Gut, und das kommt hier rein. Jetzt habe ich hier 60 Stacks drin, was sich umwandelt in 60 Stacks für den Boden. Also über eine Doppelkiste ist und ich glaube, das reicht dann fürs Erste. Ja, und dann haben wir das hier zum Perpetuum Mobile gemacht. Was sich selbst mit Energie versorgt und diese Fertigungsstraße fertig gemacht. Wir haben endlich Calcit für den Boden und können die Wände weiterbauen. Das nächste, was noch ansteht, ist die Kabel richtig verlegen, die Energiekabel. Und der Gedanke war, einfach vielleicht von hier dann in die Mitte, dass mittig von meiner ganzen Fabrik auf den Wegen unterirdisch einfach die Energie immer nach rechts und links zu den Fabriken geht, dass sie nicht irgendwie durch die Wände durch müssen und sowas, sondern ich verlege das im Boden. Und ja, das müssten wir jetzt auch noch machen, so wie es aussieht. Leute, was auch noch sehr, sehr satisfying ist, ich sag's euch. Und zwar, ich habe noch ein paar Ideen gesammelt, wie wir das generell machen mit Energieversorgung und so. Und ich dachte, ich nehme die Tiles dafür, um unten so einen schwarzen Untergrund zu machen. Aber pass auf, wenn ich gerade schon mal hier bin. Ah, Phantome! Weg mit euch! Euch will ich doch gerade gar nicht. Ich wollte was anderes zeigen hier, nämlich ich wollte das unbedingt jetzt noch hier in der Folge machen, weil das ist so satisfying. Einfach hier die endlosen Blöcke einmal durchziehen, ja. Autsch, was soll denn das jetzt? Pass auf, ich fand das irgendwie so satisfying, jetzt hier einfach durchzugehen. Guck mal, ich habe so viel Speicherplatz, die ganzen Doppelkisten, die wir haben. Das kann ich einfach alles mal nehmen. Ja, ist ja gut, Phantom, hört mal auf, da rumzufauchen.
und alles einsammeln. Und wenn wir jetzt hier reingehen, zack, sortiert, fertig. Wir haben das mal mitgenommen, noch ein bisschen, ne, was wir früher geholt hatten. Und, ey, die Phantome. So, und dann die Frage halt, wie wir das mit den Drawern machen. Ganz ehrlich, die könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen. Da sind Steine drin und noch andere Geschichten. Ich komme eh nicht mehr so oft hier hoch. Essensfarm machen wir auch noch eines Tages, Leute. Goldene Karottenfarm. Goldene Karottenfarm, sag ich euch. Das kommt noch. Da vorne ist ein Wandering Trader. Hallo. Was hast denn du eigentlich hier drin? Nichts, was wir gebrauchen könnten. Alles klar. Okay. Das ist good to know. So, egal. Das wollte ich zeigen. Der Rucksack ist einfach OP. Die meiste Menge haben jetzt über 9000 Cobblestone da drin. Ich wollte nämlich sagen, mir gehen bald die Steine aus für unten. Dann dachte ich, ich hole mal alles von dir oben runter. Let's go. So Leute, jetzt haben wir aber hier nochmal richtig reinrasiert. Alles, was ich jetzt hier umgewandelt habe und platziert, habe ich schon ein bisschen losgelegt. Ihr seht hier vorne, ja, ich habe das mit dem Stab gesetzt, deswegen ist es ein bisschen unvollständig und nur auf den exakten Blöcken. Das war mir wichtig, nicht, dass ich beim Abbauen hier irgendwie den, ne, Teil vom Aufzug wegreiße oder ähnliches. Und ja, die Kiste, die Gegend in Form an. So viel haben wir hier hingekriegt. Ich habe gesehen, man kann 1000 platzieren und nur 81 abreißen. Das erklärt es auch. Manchmal muss ich einfach noch ein bisschen gucken. Ja, und hier die Schächte für die Kabel haben wir auch mal fertig gezogen. Ebenfalls mit dem Stab. Einfach den ganz großen Gang der Mitte. Da vorne steht schon mal eine Gearbox drin, denn auch an allen Kreuzungen. Nach rechts und links gehen dann die Energiekabel weiter. Müssen wir uns nicht auf das Förderband hier verlassen. Das ist einfach hier perfekt integriert. Vielleicht kann ich da hier so die Steine auch nochmal wegmachen, damit man das Förderband so von oben sieht. Aber, ups, ich muss jetzt, oh, wenn wir Blöcke abbauen, drauf achten. Die sollten jetzt hier, nein. Halt! Ah! Mann, das Förderband. Ich muss normal rechts klicken, um das einzusammeln. Da haben wir es doch, weil es bringt ja nichts, wenn Steine rüberfahren, dann bleibt die Maschine vorne stehen. Das wäre doof. Ja, und hier eine, wie gesagt, in allen Ecken und Enden. Auch hier an der Seite müssen nochmal Deep Slate dann rein, hier ein bisschen tiefer Deep Slate, alles zubauen. Und so weiter und so fort. Die Schafts habe ich jetzt noch nicht gesetzt. Und es ist noch nicht alles angeschlossen. Aktuell läuft jetzt nur der Generator selbst, plus halt Baumfarm, ne, und hier Verbrennungsstation. Das läuft hier dran, aber an den Rest hier vorne ist noch nicht angeschlossen. Aber will ich auch gar nicht. Ich könnte die Fabrik, könnte ich anschauen, die wäre auch noch angeschlossen, sozusagen. An hier, aber naja. Die Windräder werden irgendwann alle abgerissen. Das sollte machbar sein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wir haben heute wieder extremst viel hingekriegt und die Base nimmt absolut Form an. Ich bedanke fürs Zuschauen. Bis dann, das Krachen. Ciao, ciao.